Ich möchte an dieser Stelle für alle, die noch einen Grund suchen, mich vielleicht zu wählen, oder warum sie mich auswählen sollten, einen Grund nennen, mich sozusagen zu einem Mann mit Eigenschaften machen. Wir haben in Baden-Württemberg ca. 25% Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder sogar noch etwas mehr. Im Landtag sitzen augenblicklich 2 Abgeordnete mit Migrationshintergrund. Und bei den grünen Dominierungen gibt es bislang eine einzige Person mit Migrationshintergrund, das ist die Muhterem Aras in Stuttgart. Ich sehe da, muss ich leider sagen, auch bei Bündnis 90 die Grünen in Baden-Württemberg noch einigen Modernisierungsbedarf. Ich stelle auch den Anspruch, für eine neue Gleichstellungspolitik zu stehen. Von Geschlechtergerechtigkeit sind wir in der Tat noch weit entfernt. Das gleiche Arbeit auf gleiche Bezahlung fordert, ist selbstverständlich. Frauen fehlen in manchen Chefetagen ganz. Und konkret und grundsätzlich müssen wir Arbeitszeitregelungen so verändern können, dass Frauen und vor allem auch Frauen mit Kindern wirklich real eine Chance haben, am Arbeitsleben teilzunehmen. Insbesondere auch Alleinerziehende. Aber Gleichstellungspolitik muss endlich auch bedeuten, dass die Köpfe der Männer verändert werden, dass die Männer sich ändern und grundsätzlich bereit sind, Macht, Verantwortung und Pflichten zu teilen. Lisa Federle tritt hier im Wahlkreis an, aber sie ist eigentlich nicht wirklich unsere Gegnerin. Unser Gegner heißt Stefan Mappus und unser Gegner ist die baden-württembergische CDU. Und wir müssen auch zeigen, warum diese CDU nicht gewählt werden kann. Und der beste Grund, die CDU nicht oder nicht mehr zu wählen, ist doch der, dass ein Mann, der Kinder mit mehreren Frauen hat, ohne weiteres Bundespräsident werden kann oder bayerischer Ministerpräsident. Aber eine Frau, die Kinder von mehreren Männern hat, für die CDU in Teilen des Wahlkreises zumindest untragbar ist, um für den Landtag zu kandidieren. Das ist die traurige Wahrheit über den Zustand der CDU. Ich möchte zum Schluss nochmal darauf zurückkommen, auf Stuttgart 21. Wir müssen Aufklärung schaffen über diesen Polizeieinsatz in Stuttgart. Innenministerium und Polizei halten es anscheinend für normal, dass Sitzblockaden mit Wasserwerfern aufgelöst werden. Ich möchte selbst nicht für jeden Demo-Teilnehmer in Stuttgart die Hand ins Feuer legen. Aber dass die Polizei 5 Tage braucht, um irgendwelche wild zusammengeschnittenen Bilder zu präsentieren, die eben nicht beweisen, dass die Gewalt von demonstrierenden Schülerinnen und Schülern ausging, spricht Bände. Ebenso spricht Bände, dass die Polizei die Pflastersteine, das Pfefferspray von Seiten der Demonstrierenden ausdrücklich zurücknehmen musste. Die CDU macht Politik gegen die Menschen in diesem Land und wer sich wehrt, dem drohen Wasserwerfer, Knüppel und Pfefferspray in den 70er und 80er Jahren in den Straßenschlachten in Hamburg an der Hafenstraße oder besetzten Häusern in Berlin. Recht und Mappus tragen dafür die Verantwortung. Der liberale Justizminister Goll schweigt wie die gesamte FDP im Land. Und die Kultusministerin Schick verfolgt jetzt Lehrerinnen und Schüler mit Disziplinarmaßnahmen. Wir Grünen haben, denke ich, ein anderes Politikverständnis. Deshalb protestieren wir mit den Menschen gegen Stuttgart 21, gegen dieses Schulsystem und auch gegen den Atomrückfall. Ich bitte euch um eure Unterstützung. Vielen Dank.